Ja, morgen Mission Pflichtprogramm, die kann ich nicht, ich mach das gar nicht, das ist ja ekelhaft. Bio ist für mich Abfall. Ja, moin Jungs, da bin ich wieder. Also ich bin zwar noch nicht ganz aus dem Sommerloch zurück. Also ich stecke zwar immer noch zur Hälfte drin, aber ich denke mal, wenn jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen das Wetter jetzt nicht besser wird und der Alltag dann so wieder seinen normalen Weg nimmt, sage ich jetzt mal, dann ändert sich das auch wieder. Also ich spüre schon, wie ich langsam aus dem Loch rauskrabbel. Dann werde ich auch wieder ein bisschen aktiver bei YouTube werden. Werde wieder normal, wie gewohnt, alle paar Tage ein Video produzieren. Ja, soweit erstmal dazu. Am Ende von dem Video habe ich noch eine kleine Info, die möchte ich am Ende von dem Video machen, damit die Leute, wo wegen dem Board Breach hier das Video angeschaut haben oder anschauen, dass die jetzt nicht erstmal voll gelabert werden. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, ich will euch genau diesen Wall Breach zeigen, wie man da hinkommt. Und ja, wie schon gesagt, am Ende von dem Video gibt es nochmal eine kleine Info. Ne? Also, dann fangen wir am besten gleich mal an. Also, der Wall Breach befindet sich oben am Eclipse Tower, am teuersten Apartment von ganz Los Santos. Ich erspare mir mal das und zeige euch das nicht auf der Karte, weil ich denke, es müsste für jeden Begriff sein. Wer nicht weiß, wo der Eclipse Tower sich befindet, ich glaube, der sollte auch keine Wall Breach nutzen, sondern der sollte noch das Spiel so, ja, bisschen spielen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ihr braucht ein Motorrad und wie ihr seht, ich versuche jetzt hier gerade im Hintergrund mit dem Motorrad auf die Mauer zu springen, um dort dann ja ein bisschen ja, zu springen und muss dann, ja, wie nennt man das, auf diesem Vordach landen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und wenn ihr dann da oben seid, dann müsst ihr einfach das Motorrad ein bisschen nach links drehen zum Eclipse Tower, so wie ich das jetzt mache. Bisschen Gas geben, nach hinten ziehen, dann fällt ihr vom Motorrad runter, aber wenn ihr wieder aufsteht, dann seid ihr quasi im Wall Bridge drin. Also super einfach. Das Schwierigste ist einfach nur da auf das Dach zu kommen. Meiner Meinung nach hätte das der beste Wall Bridge aller Zeiten werden können. Der einzige Nachteil an dem Wall Bridge ist, man kann nicht aus der Wand rausschießen. Also weil da oben, da spawnen ja eigentlich die meisten Leute, also ich denke mal, jeder von euch oder jeder, der ein bisschen Geld hat, hat dieses Apartment oder wird sich es früher oder später kaufen. Und das ist so ein Sammelpunkt für alle GTA, habe ich so das Gefühl. Und wenn man da aus der Wand schießen können, dann, das wäre schon eine feine Sache, wenn die aus der Garage rausgekommen wären. Na, das war, ist auf jeden Fall nicht der Fall. Schade, man kann eigentlich nur ein bisschen rumlaufen, man kann sich's angucken, aber rausschießen geht's nicht. Also ich zeige es euch, was einfach ein geiler Wall Breach ist. Aber normalerweise, ich hatte jetzt nicht mehr vor, Wall Breaches zu zeigen, aus denen man nicht rausschießen kann. Also dass es halt einfach sinnlos ist. Ja. So viel dazu. Und jetzt nochmal was kurz was anderes. Und zwar, ich war ja im Urlaub, jetzt bin ich wieder zurückgekommen und ich habe ein Video von einem Fisch gemacht. Also die Leute, wo es jetzt nicht interessiert, die sollen jetzt einfach ausschalten, das Video positiv oder negativ bewerten, vielleicht was in die Kommentare schreiben, mich abonnieren, blablabla. Auf jeden Fall, ich erzähle weiter. Und zwar, ich bin vom Urlaub zurückgekommen und habe ein Video von dem Fisch gemacht, das habe ich bereits schon erwähnt, also muss ich es nicht nochmal erzählen, aber ich mache es trotzdem. Und deswegen war ich auch so inaktiv bei YouTube, weil ich habe erstmal die Videos von meinem Urlaub ja, ein bisschen zusammengeschnitten, sortiert die Bilder und habe mich eigentlich so ein bisschen mehr um die Urlaubsbilder und Urlaubsvideos gekümmert, anstatt jetzt hier GTA-Videos zu machen. Auf jeden Fall, ich liebe es unheimlich zu schnorcheln und ich war auch schon tauchen. Und Wasser ist zwar nicht mein Element, aber ich mag es einfach zu schnorcheln und mir die Unterwasserwelt anzuschauen, das ist für mich jedes Mal echt aufregend. Ich liebe es, zwischen Haien zu schnorcheln, eine Schildkröte auf der rechten Seite haben, eine Moräne auf der linken Seite. Also das ist für mich wirklich ein Traum, das gehört für mich zum Urlaub und zur Entspannung dazu. Und dort gibt es aber einen Fisch, der sticht zwischen allen Fischen heraus, weil er einfach extrem groß ist, extrem häufig an Korallenriff aufzufinden ist und der so den Ruf hat, dass er aggressiv ist. Also letztes Jahr habe ich in der Tauchbasis nachgefragt, wie es eigentlich aussieht mit dem Fisch und da meinten die, ja, der brütet bei Vollmond und dort sollte man ihm nicht zu so nahe kommen, weil er sein Nest verteidigt. Meistens ist er dann alleine am Nest und zwei Fische oder zwei seiner Art schwimmen dann in der Nähe herum und tun die anderen Fische oder Angreifer oder potenziellen Angreifer abwehren. Das machen sie relativ erfolgreich, deswegen ist der Fisch auch nicht vom Aussterben bedroht. Die sind sehr effektiv und in der Zeit auch sehr aggressiv.
Und jetzt dieses Jahr habe ich wieder die Tauchbasis gefragt und habe mir nochmal neu die Informationen geholt, wie es eigentlich ausschaut. Da meinten die, nee, der brütet nicht so Vollmond, sondern nur in dem Monat März und April. Und sonst ist er eigentlich echt friedlich, man kann ihn sogar anfassen. Mit dem Gedanken bin ich dann ins Wasser gegangen, hab ein bisschen ja, vor mich her geschnorchelt, habe den Fisch gesehen, habe ihn gefilmt, relativ nah, aber nicht zu nah, dass er sich vielleicht gestört fühlt, weil ich habe trotzdem noch Respekt vor dem Fisch gehabt. Und nach 2,5 Minuten dachte ich mir, okay, das Video ist jetzt lang genug, ich höre jetzt mal auf und schnorchel so meine Bahn weiter, gucken, ob ich noch was anderes finde. Und dann meinte der Fisch aber, ja, nee, das passt mir jetzt nicht, lieber Schnorchler, ich greife dich jetzt mal an. Und ging dann relativ schnell dem Angriff über. Und ich war eigentlich relativ geschockt, dass der Fisch mich jetzt doch angegriffen hat. Also der Fisch ist relativ unentspannt, weil er relativ groß ist und auch sehr viele Zähne hat. Die sind zwar alle stumpf, aber er schafft es mit seinem Gebiss, Korallen durchzubeißen. Also das heißt, wenn er einen Finger von dir erwischen sollte, was äußerst selten vorkommt, weil meistens macht er nur so Täuschangriffe, er beißt nie wirklich zu. Aber wenn man halt lang genug wartet und ihm nicht aus dem Weg geht, dann beißt er irgendwann mal wirklich zu. Das kann wirklich lang dauern, aber wenn, dann fehlt halt das Stück, was er von dir erwischt. Wenn es ein Finger ist, fehlt dir ein Finger, erwischt er die Flosse, dann ist halt ein Loch in der Flosse drin. Also er beißt einfach ab. Ja, das fehlt halt danach. Und über diesen Fisch habe ich ein Video gemacht. Die Aufnahmen, die ich gemacht habe, sind alle von mir selber. Falls ihr das Video sehen wollt, also ich finde es sehr geil, also es ist einer meiner Lieblingsvideos, aber es macht halt nur Sinn, wenn ihr das Video, also wenn es euch auch interessiert, also wenn ihr keinen Bock auf irgendwelche Korallenfische habt, dann schaut es euch bitte nicht an. Also ich will wirklich nur die Leute, die es interessiert. Das geht auch, glaube ich, 5 oder 6 Minuten, das ist ein bisschen längeres Video über den Fisch. Ist auch nur mit Musik unterlegt, also Bild und Ton, ich kommentiere da auch nichts oder so. Also für die Leute, die es interessiert, sollen sie es doch bitte gern anschauen. Für die Leute, die es nicht interessieren, bitte schaut es euch nicht an. Ich habe das Video auch extra nicht bei meinem Kanal hochgeladen, weil ich möchte jetzt keine Klicks oder Likes oder sonst was abgreifen. Ich habe es auf einem ganz anderen Kanal hochgeladen. Einfach, ja, damit ich es mit euch teilen kann. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie dadurch irgendwie Abonnenten oder Klicks generieren, sondern es ist einfach nur, ja, für die Welt gedacht. Also schaut es euch an, der Link steht unten, das ist der oberste Link, wo ich in der Videobeschreibung reinschreibe. Und dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß bei euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich weiß es nicht, heute oder morgen werde ich auf jeden Fall noch einen neuen Outfit-Glitch hochladen. Für die Leute, die jetzt immer noch zuhören, werden wahrscheinlich die wenigsten sein. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.